Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Resistance 2. Ich bin es, euer MC Mafex. Wir sind hier mit Hans, Huber, Peter, Peter dem Zweiten und Huberto und versuchen uns hier mal wieder gegen unsere guten Freunde, die... Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich wusste doch, ich habe irgendwas vergessen, Leute. Ja, gegen die Chimären durchzuschlagen, ihr seht, klappt, war nicht gut. Ich wusste, da war irgendwas Fieses an der Stelle. Ich wusste es. Ach, egal, Leute. Attempt Number 2. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und schneiden das jetzt einfach raus. So macht es der Profi. Beim Profi, der wird einfach alles wegschneiden. Aber nee, hier alles fast live und fast uncut. So, außer in beispielsweise Projekten wie The Witcher, wo man alles wegschneiden muss. Da! Bam! Bam! Nee, komm, lass das die Granate. Ja, Schnuckerle. Ja, er kämpft! Ha! Bist du scheiße! Ha! Ihr könnt doch so groß sein, wie ihr wollt. Umso größer sie sind, desto tiefer fallen sie, Baby. So. Okay, Leute, ich habe eine Weile keine Resistance mehr gespielt, muss mich erst wieder hier reinführen. Oh nein. Was bist denn du? Oh, ihr seid so süß. Eigentlich ja nicht, eigentlich seid ihr eher ätzend. So. So, ich nehme jetzt einfach hier mal den Karabiner mit und lasse die Magne hier mit zurück, auch wenn die Magne natürlich awesome ist. Ja, nehmen wir einfach mal zwei hier von den Sturmgewehren mit. Okay, schau mal, ich habe hier gerade meinen Freunden zugehört und ich habe nicht mitbekommen, was sie gesagt haben. Wie läuft man denn gleich nochmal? So, schlägt man, bam. Geh jetzt, befiehl deinen Männern abzuziehen, ihr gehört hier nicht her. Teilen wir uns auf. Hawkins, Sie kommen mit mir. Suchen wir einen anderen Weg nach drin. Die anderen gehen zur Brücke und halten die Bestien in Schach. Yes, sir. Dieser Gang führt direkt in den Fels. Mir nach. Wir müssen einen Weg dorthin finden. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Da kamen sie schon wieder. Die merkwürdigen Botschaften von Daedalus hier. Ihr erinnert euch ja sicher alle noch hier an den... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte geht alle auf meinen Kumpel. Ist mein Kumpel jetzt schon down? Scheint ganz so. Nee, lebt doch? Nee, er ist tot. Okay, gut, ja, gegen 1 Million Springer zu leben ist auch gar nicht so leicht, wenn man keine HP-Regeneration hat. Aber zum Glück sind wir hier... Hail. Ja, was ich sagen wollte, tut mir leid, mein Bro, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn du mehr als 3 Sekunden gelebt hättest. Ja, Daedalus, der... Achso, läuft man, ja, stimmt. Oh nein. Boah, ihr seid doch so ätzende Viecher, Mann. Nein, nein, lasst mich doch in Ruhe, Mann. Ich hab euch doch nichts getan, Mann. Boah, ich hasse diese Viecher, die immer so in Schwärmen kommen. Mein Gott, sowas ist furchtbar. Daedalus, die riesige Bestie, die uns hier... Alter, boah, dummer Tod, die uns am Anfang des Spiels ja getroffen hat und uns, ja, merkwürdige Botschaften hier schon gibt, teilweise ja schon gegeben hat. Ich frage mich, was hier los ist und warum er sich genau jetzt hier meldet. Aber egal, wir gehen einfach hier erstmal froh munter voran, schauen gleich wieder, wie unser Teamkamerad stirbt. Tja, ich gebe dem 3 Sekunden, um ehrlich zu sein. 2, 1, ist er jetzt schon gestorben? Hä? Warum kommen die auf einmal von hinten? Ach mein Gott. Warum? Alter! Ich stecke. So. Ich finde es voll unfair, dass meine Teamkameraden nicht HP-Regeneration haben, Leute. Ach, können wir nicht alle ganz zusammen mit unserer coolen HP-Regeneration leben, Leute? Wird alles viel leichter machen. Warum sind die Mächten leben HP-Regeneration? Ihr wirst dann einfach so zick und dann geht's einem wieder gut. Okay, ihr glitscht euch einfach mal eiskalt durch die Wände hier. So. Objekte, wer braucht sowas? Ich klippe mich durch alles durch. So machen das echte Feinde. Aua. Nicht wieder runterfallen. Aua. Ah, jetzt hätte man die Mengung doch ganz geil gebrauchen können. Hätte man jetzt einen Schuss da machen können und nicht unsere Supermunition hier raus haben können. Weil das Sekundärfeuer vom Karabiner ist ja wirklich so super. Aber es war hier gerade dringend nötig. Oder wir hätten eine Granate werfen können. Aber wir haben auch nur noch eine Granate. Und du hast mir jetzt auch kein Sekundärfeuer gegeben, mein Kumpel. Mein toter Kumpel. Schade. Wir haben nur noch 7 Schuss. Klumpwaffe. Eine Klumpwaffe.
Hätten wir echt unsere Mengen behalten sollen. Ja, super. Ja, super. Sehr cool. Okay. Warum bist du tot? Nimm mal die Rose mal mit. So. Bam. So. Sie sind öffentlich. Kommt. Now I'm ready. Ich habe mir das doch anders überlegt, ich bin noch nicht ready. Was ist denn das, Mann? Diese blöden Kolosse sind so unfair, Mann. Die sind viel zu stark. Die machen mich ja mit einem Schlag immer weg. Warum müssen nochmal alle Gegner so groß sein? Ich vermisse die ganz normalen Gegner. Die waren fair. So. Alter, Leute, schaut euch mal an, wie schnell mich das Viech tötet. Das macht zwei Salben. Ich glaube langsam echt nicht mehr, dass ich auf normal spiele. Das Spiel hat sich doch eindeutig auf hart umgeschaltet oder auf ultra hart oder auf super hart, Mann. Das sind zwei Gewehrsalben und ich bin eiskalt tot. Tot! Hallo, ich sehe dich. So, zack. Ja, es ist doch lächerlich, Mann. Die einzige Waffe, mit der ich die vernünftig besiegen könnte, wäre die Bullseye. Und ich habe keine Bullseye. Die sind einfach viel zu agil, Mann. Ah, wie macht man die denn am besten platt, Mann? Wir müssen ihr Schild... Okay, ich mache das jetzt. So, habe ich da... Ja, okay, ich habe einen Sekundärfeuerschuss. Super, mit dem muss ich die beiden töten. Ansonsten habe ich verkackt. Alter, und jetzt habe ich meinen Sekundärfeuer verkackt. So, jetzt war es das eh schon. Lauf, 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 lauf. Ja, klar, natürlich. Alter, es ist doch Bullshit. Das ist doch unfair, Mann. Das ist so dumm, Mann, dass diese Dreckstür dazugegangen sind. Okay, versuchen wir es nochmal. Ah, wenn die nicht so super stark alle wären, Mann. Das ist ja grausig, Mann. Resistance 1 war ja leichter. Und Resistance 1 war eigentlich alle 3 Sekunden gestorben, weil kein Medikit gespawnt ist. Ah. So. Komm, mach die Tür auf. Lauf, 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 lauf. Okay. Alter, das gibt sich. Wir waren so gut. Wie kommen denn da? Alter, schau durch das, Mann. Ah, es werden immer mehr. Verarsch mich. Das ist ja echt ein Witz. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Wir versuchen es jetzt hier nochmal locker flockig und erneut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal hier den Gang an. Der sagt mir jetzt aber auch nicht irgendwie, ah, du musst nur da hinlaufen und dann hast du alle besiegt. So, der gibt mir hier eine Rosma nochmal. Die haben wir ja eh dabei. Und ja, also Leute, die stellt echt furchtbar, Mann. Aber naja. Naja. So. Alter, jetzt schieße ich sogar auf den drauf und den stört es immer mehr. Kann ich ihn austricksen? Na, definitiv. Alter, Leute. Sind alle tot? Ha! Die Türstrategie, Mann. Die Türstrategie hat ja so... Ah, die Tür, die sogar nochmal getötet. Ja, okay, Leute. Wir haben ihn durch diese Tür besiegt, Mann. Die Tür hat uns hier den Arsch gerettet, weil die Tür ist die ganze Zeit auf zu gegangen und hat ihn deswegen die ganze Zeit Schaden gemacht. Klappt eigentlich immer gut. Übrigens nur hier nochmal zur story-relevanten Aufgabe. Wir müssen... Oh, die Viecher hier. Habe ich ja ganz vergessen. Okay, Leute, ich muss mal wieder den Sound hochmachen. Damit ich die Viecher höre. Die Raid. Was ist bitte eine Raid? Nehmen wir sie mal mit. Die Raid. Was kann die Raid? Das sind Menschen, oder? Au! Ein MG-Verschnitt. Ja, kann ich mich leben. So. Nachladen, nachladen ist nicht gut. Nachladen ist scheiße. So, okay, Leute, jetzt haben die... Ah, oh, okay, gestorben. Aber egal. Also übrigens, wir müssen Malikov retten, nur sowas Info. Ja, okay, sehr geil. Wir haben jetzt so ein Feuerwerf-MG. Keine Ahnung, was das ist, aber...
Es sieht cool aus. Es sieht cool aus. Und alles andere ist doch eh unrelevant. So, nehmen wir die Rave mit. Die Rave. Machen wir mal eine fette Rave, oder? Hier ist übrigens ein Aufzug, da sollte man nicht dagegen schießen. So. Ah! Motherfucker, I'm here! Geil! Wie hammergeil ist das? Wisst ihr, was das ist? Das ist die Waffe, die die Bestien benutzen. Das ist den. Ihr kennt doch diese fetten Bestien da, ja, die uns hier so lange geärgert haben, Mann. Mit dem Schild. Das ist deren Waffe. Also ich stelle es alles anders leicht, weil da 1 Milliarde Gegner sind, aber es ist echt geil, Leute. Es ist echt ganz geil. So, diesmal stellen wir es richtig an. Also wir schauen kurz mal. Wir haben doch hier. Okay, wir haben die Granaten. Ja, wir haben eigentlich gar keine Granaten, aber egal. So. Zack. 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 Und dann resten wir erstmal die Großen. So, wenn die Großen besiegt sind, achten wir mal wirklich drauf, dass keiner von den Scheißdingern hinterkommt. Weil da sind wir jetzt 2-mal daran gestorben. So. Das Problem ist, ihr seht, das Schild hat eine Energie. Ihr seht da 99. Und ich schätze mal, wenn die vorbei ist, dann haben wir ein kleines Problem. So. Komm. Okay, sie konzentrieren sich da hinten auf die Soldaten. Das ist super. Und beide weg, Mann. Ja, Leute, so kürzlich das. Unseren ganzen vorderen Granaten haben wir aufgebraucht. Aber wir haben es echt geschafft, Leute. Alles anders. Ja, komm mal, die Lade. Die sind doch kein Problem. Da hole ich mein Bullseye raus und das war's. Zack. Also, vor denen habe ich ja gar keine Angst. Vor so ein paar Standard-Kimmen. Also, schauen wir uns mal kurz an. Lässt sich das wieder auf? Oh, das ist. Okay, das ist kacke. Ich dachte, das Schild lädt sich da auf, weil dann hätte ich die Waffe eigentlich immer mitgenommen. Okay, wir haben noch 3 Schuss und das Schild. Ich werde mein Bestes versuchen. Oh nein. Jetzt kommen die coolen Bohrer, die von Tunneln geschützt sind. Das ist ja hammergeil. Aber Bohrer sind nicht mehr so schlimm wie in Resistance 1. Resistance 1 waren das ja Teufelsausgeburten, also wirklich. Da hatte man ja gar keine Chance, wenn da die Bohrer war. Also da muss man echt immer Angst haben, dass man nicht sofort... Hier kommt gleich. Was? Okay, sie müssen ja durchgekommen sein. Das ist gut. Da kommen nämlich, ich wollte gerade sagen, da kommen gleich wieder die unsichtbaren Typen. Da geht's nicht durch? Hallo? Hatte ich nicht gerade ganz viele Teamkollegen? Oh. Sie müssen hier lang gegangen sein. Das ist einer von Malikows Team. Gut, wie kommen wir rein? Da führt ein Kabel zur Tür. Und dann stellen wir den Strom wieder an. Tja, wenn wir so lange überleben, natürlich. Weil diese Bohrerviecher machen ganz schön viel Damage dafür, dass sie immer nur so ein kleines Schüsslein abheuern hier. Ach Leute, ich hasse Bohrer. In Resistance 3 hatte ich nie das Gefühl, dass Bohrer irgendwie wirklich eine große Gefahr stellen. Okay, man muss hier immer Positionswechsel machen und so, weil sie halt durch Wände schießen können. Aber sie waren jetzt nicht so eine super Ultra-Bedrohung. Aber hier ist ja echt die Hölle. So, wir holen jetzt auch mal so einen Kack-Bohrer. Kotz mir an. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So. Ich kann hier um einiges mehr langweilen als hier. Es ist zu spät. Du führst deine Männer in den Tod. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, ganz sicher. Jetzt ist es nicht mehr weit. In den Tod? Ja, okay. Super gut. So, was einfach. Hä? Ich dachte, wir sind jetzt einfach da, wo wir hergekommen sind. Okay, Schalter, bestätigen und schauen. Jetzt wird's wohl ernst. Hilfe! Es geht raus! Sir, da draußen ist ja nicht frei. Verdammt, was ist das? Das Spiel hat einen ganz schön übertriebenen Gore, fällt mir mal nur so auf. Okay, also wir können es durch Schüsse ein bisschen verlangsamen, aber langsam ist auch relativ. So, der nächste wird erstmal hier gefressen. Ey Leute, das Spiel hat einen richtig hohen Gore-Faktor, muss man auch mal hier sagen.
Ihr seht ja, da fliegen die ganze Zeit die Körperteile rum. So. Scheiße, jetzt sterbe ich. Verdammt. Oh, da fliegt der nächste. Alter, ihr müsst doch nicht da stehen bleiben. Was ist denn da für ein Monster? Uns geht's hier ganz langsam die Muni aus. Was ist denn das? Okay, ich hab's geschafft. Der andere Typ, der ist da drin geblieben. Was zur Hölle ist das? Es sieht ganz schön ätzend aus. Der Atlas hat uns ja gewarnt. War das das, vor dem er uns gewarnt hat? Sofort zur Oberfläche evakuieren. Ich übernehme Malikov. Ein Vogel ist im Anflug und wir brauchen eine LZ. Verstanden? Alles klar, Echo. Wir evakuieren. Halten die LZ, bis unser Vogel am Boden ist. Kommando an Echo 1. Kommen Sie mit dem Doktor sofort da raus. Alle Militäranlagen brennen. Noch einen Angriff überstehen wir einfach nicht. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen diese Dreckdecke überlisten und Malikov... ist leider unsere letzte Hoffnung. Verstanden, Kommando. Ich hol ihn da raus. Eine ganz blöde Frage. Wie sollen wir da bitte vorbeikommen? Oh, geil. Oh, hammergeil. Ich wollte es ja eigentlich den Part schon beenden, aber von wegen. Von wegen. Jetzt kommt dieses ätzende Viech. Ich kann mich nicht umdrehen, Mann. Jetzt geht's dadurch. Und ich habe keine Ahnung, was rauskommt. So. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir lang müssen. Egal, Leute. Ich muss mich ja so konzentrieren bei dem Spiel. Das ist furchtbar. Ich kann hier gar nicht vernünftig kommentieren. Ich würde sagen, wir machen nun erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Resistance 2. Bis dahin, haut rein, euer MC Mafix. Ciao.